Wichtig war mir, das Studium mit jungen Jahren anzufangen, sodass ich Familienplanung durchführen kann und meine Familie dann zukünftig mit grösseren finanziellen Mitteln unterstützen kann. Also ich habe mich nicht für ein Vollzeitstudium entschieden, weil ich gerne noch nebenbei etwas verdienen will. Und es ist eigentlich super gelöst so in der TECO, dass man es berufsbegleitend machen kann. Und mit der Freizeit kann man es sich prima einteilen. Ich konnte bis jetzt sehr viel davon herausziehen und sehr viele Berechnungen machen, auch im Geschäft, wo ich mir sonst nie grosse Gedanken darum gemacht habe. Schon noch interessant, man läuft durch die Straße und sieht einfach, was eigentlich dahinter steckt. Dass es nicht einfach aus nichts entsteht. Es ist alles, was existiert, ist aus einem gewissen Grund gemacht worden. Und all diese Hintergedanken, das ist schon noch recht spannend. Im Studium haben wir Fächer wie Mathematik, Physik, Statik, Festigkeitslehre, Wärmelehre. All das gehört zum Techniker HF Maschinenbau. Was mir vor allem an der TECO gefällt, dass sie strukturiert sind, organisiert sind. Doch auch klein, aber das macht es ganz speziell und herzlich. Es hat wirklich gerade alles gepasst. Schulzeiten, Semestergebühren sind fair gewesen. Und so ist es dazu gekommen. Eins ums andere hat gepasst. Und ich habe mich schlussendlich dann für die Schule entschieden.